So Freunde, seid mal wieder ganz, ganz herzlich willkommen zu einem bosshaften Video. Wir ziehen uns nämlich rein, Zigarrenpausenbars zum Runterkommen. ASMR. Ich bin eigentlich ja nicht so der ASMR-Hörer, muss ich ehrlich gestehen, aber beim Boss machen wir da natürlich eine Ausnahme. Wir ziehen uns das einfach mal rein, ich habe keine Ahnung, was das jetzt wieder wird. Bei Colles Videos weiß man ja mittlerweile gefühlt echt nicht mehr, was in seinem Kopf vorgeht bei den Promo-Videos da, bei den Sketches, sag ich mal. Das letzte war auch wieder sehr wild. Wir ziehen uns einfach mal rein, Freunde. Let's go. Nach dem stressigen Büroalltag letzte Woche. Ist es Zeit für den Boss und das Volk, etwas zu entspannen. Lyric Lounge 2021. Oh, diese Stimme von dieser Sprecherin. Dieses Tape wird deine Hirnwellen durch Einsatz heilender Frequenzen in Kombination mit herrschaftlicher Lyrik in den maximalen Alpha-Zustand versetzen. Du wirst dich erholt, motiviert und überlegen fühlen. Daher bitte ich dich jetzt, eine angenehme Position einzunehmen. Ich werde von 10 herunterzählen. Bei 0 wird die maximale Bosshaftigkeit erreicht sein. Nun entspanne dich und horche, was der Boss zu sagen hat. Alles klar, wird gemacht. Wieder wilde Kabeldreher auf jeden Fall in meinem Kabel. Kabeldreher in meinem Kabel, genau. Alles klar, Freunde. Wir sind bereit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und die Zigarre brennt. Folgendermaßen. Punchlines für das Jungvolk. Mein Schloss immer noch prunkvoll. Junge, wie kommt der auf solche Sachen? Ne? Ich schwöre, ich kapier das nicht. Wie kommt der auf sowas? Das ist auch jetzt schon wieder so ein Misch aus unnormal wirklich geilem Humor und bescheuert und so ein bisschen cringe auch teilweise mit dabei. Keine Ahnung, Alter. Punchlines für das Jungvolk. Mein Schloss immer noch prunkvoll. Während der Dobermann im Garten rumtollt wie ein Unhold. Havanna Smoke, check wie ich Dunstwolken kunstvoll dem Nachthimmel entgegen hauche, du Sumpftroll. Schön, dass alles rund läuft, wie du Fettsack beim Marathon. Wo du dich ins Zeug legst wie ein Kätzchen im Pappkarton. Alter, wir kriegen ein Punchline ASMR. Ein Punchline ASMR, Freunde. Unfassbar, oder? Ein fucking Punchline ASMR von Kollega dem Boss. Alter, was? Du Sumpftroll. Schön, dass alles rund läuft, wie du Fettsack beim Marathon. Wo du dich ins Zeug legst wie ein Kätzchen im Pappkarton. Doch letztlich verkackst die Chance auf Gold bei den Leichtathletics, wo an dir sogar ein Typ mit Holzbein vorbeigefegt ist. Alter, die Reime wieder, die Wortspiele, die Punch, das ist zu geil, ohne Spaß. Wie ein Kätzchen im Pappkarton. Fettsack beim Marathon. Fettsack beim Marathon. Wo du Kätzchen im Pappkarton. Dich ins Zeug legst wie ein Kätzchen im Pappkarton. Doch letztlich verkackst die Chance auf Gold bei den Leichtathletics, wo an dir sogar ein Typ mit Holzbein vorbeigefegt ist. Goldpreise steigen stetig, seit der Finanzcrash droht. Du kleiner Schlampensohn mit leerem Bankdepot wie Franjo Pot. Cringe wie Olli Banjo Flows, wie du versuchst, das schön zu reden. Ach, ich... Alter, Franjo Pot, Olli Banjo Flows, Digga, Alter, was für geile Reime. Und für Punches auch wieder mit dem Pot. Hier ist doch der Ex-Mann, glaube ich, von Verona, ne? Finanzcrash droht, du kleiner Schlampensohn mit leerem Bankdepot wie Franjo Pot.
entweder der Ex-Mann oder immer noch der Ehemann von Verona Poth, glaube ich, und Olli Bagno für seine wilden Flows bekannt, unter anderem auf 30.11.80, wo er irgendeinen Flow ausgepackt hat, der, keine Ahnung, manche sagen, der ist fresh, weil er halt anders ist, kann man so sehen, man könnte auch einfach sagen, er ist komplett offbeat und labert einfach gefühlt irgendwas, deswegen feiere ich die Lines hier gerade todeshart. Po wie Franjo Poth, cringe wie Olli Bagno Flows, wie du versuchst, das schön zu reden. Ach, ich brauch nicht viel, ich will ja gar nicht wie ein König leben. Wenn's um mich persönlich geht, dann reicht mir auch eine Butterstulle. Ach, halt's Maul, bevor ich trigger Richtung deiner Mutter pulle. Mehr mit Pullen zu tun als ein... Für mich reicht ja auch eine Butterstulle. Trigger deiner Mutter pulle. Alter, das ist schon wieder viel zu geil, ne? Ja, Richtung deiner Mutterpulle. Mehr mit Pullen. Vor allem auch die Bildauswahl beim Trigger in Richtung deiner Mutter, ne? Natürlich wäre sehr nett gewählt. Voll bevor ich Trigger Richtung deiner Mutterpulle. Mehr mit Pullen zu tun als ein Spirituosenladen. Mit virtuosem Gebaren wie Zirkusshow-Akrobaten. Wirkungslos ohne Schaden verebben deine Kontertreffer, wenn ich dich chillig nach einem Sonntagsfest mal im Betonsack wegschaffe. 30 Grad, aber der Hafen wird zur winterlichen Gegend, wenn ich dort Koks verstauen lass, mit Fingerschnipsen gehst und dank intensiver Pflege von meinen Zollkontakten Zeug verpackt in vollkompakten Tintenfischpaketen. Nutzt du Binnenschifffahrtswege? Ja, Panama-Kanal. Du hast einen Arsch. Alter, diese Reime, Digga. Er kickt das einfach hier in so einem ASMR-Ding, in so einem ASMR-Style hier einfach mal so ein Fun-Video. Auf solche Lines würden andere niemals kommen, wenn sie versuchten, einen Rap oder einen Diss-Track zu schreiben in irgendeiner Form, ne? Und er sitzt da einfach in so einem Sesselchen, pafft seine Zigarre und droppt da einfach eine Line nach der anderen raus, Alter. Unnormal, wirklich. Takten Zeug verpackt in vollkompakten Tintenfischpaketen. Nutzt du Binnenschifffahrtswege? Ja, Panama-Kanal. Du hast einen Asia-Boyfriend und der Japaner mag Anal. Ey, kein Baller. Nutzt du Schifffahrtswege? Ja, Panama-Kanal. Alter, wie hat er das formuliert hier? Du hast einen Asia-Boyfriend und der Japaner mag Anal. Japaner mag Anal. Alter, Digga, ey. Ey, kein Ballermann-Lokal, doch du bist Sangria. Wie viel Stock-Footage und andere Videoaufnahmen da drin sind, ne? Hier jetzt einfach mit Hans Entertainment, Alter. Von dem hat man auch nie wieder was gehört, ne? Nach Wochenende hoch die Hände hier. Anal. Ey, kein Ballermann-Lokal, doch du bist Sangria, du kleiner Wicht. Sobald du mal im Eimer bist, wird anormal gefeiert, Bitch. Von Sansibar bis Reykjavik kann... Alter, was da für Dinger bei sind. Du bist Sangria, wenn du mal im Eimer bist, wird hammerhart gefeiert, Bitch. Wird anormal gefeiert, Bitch. Von Sansibar bis Reykjavik kann dich keiner leiden, Kid. Weil du ganz schön linke Scheiße kickst wie Antifa-Vereine, Bitch. Oh Junge, ich schwöre es euch, ich amüsiere mich wirklich köstlich. Also das finde ich ungelogen. Ich habe erst gedacht, es wird richtig cringe. Aber das ist mega lustig. Ohne Spaß, ich finde das wirklich super unterhaltsam, weil das vom Text her einfach nur gut ist. Also textlich gesehen ist das übertrieben Entertainment. Weil du ganz schön linke Scheiße kickst wie Antifa-Vereine, Bitch. Ich kann mir zwar was leisten, nichtsdestotrotz fehlen hier die Logo-Prints. Könnt ihr da was draufsticken, bitte? Aber Logo-Prints. Sagen die Verkäufer. Oh Gott, Digga. Sticken, bitte. Aber Logo-Prints. Sagen die Verkäufer und gehen emsig an die Stickmaschine. Ich warte so lang in meiner Bentley-Fahrersitzkabine. Digga, die Stickmaschine, ich... Sagen die Verkäufer und gehen emsig an die Stickmaschine. Ich...
emsig an die Stippmaschine. Ich warte so lang in meiner Bentley-Fahrer-Sitzkabine. Bentley-Fahrer-Sitzkabine. Junge, was er ja einfach für Reime rausdroppt, ne? Da sind in zwei Zeilen reimt der mehr Silben als andere in ihrer ganzen Rap-Karriere, Alter. Das ist krank. Tennisarm dank Wichskabine lautet deine Arztdiagnose. Gehen Sie doch als Popeye nächsten Karneval, Sie Partymatrose. Kid, ich mach als Grasticker Kohle wie Fußballfeldrasen-Shops. Ey, der Boss geht bald superschnell rasend wie Duracell-Hasen-Hops. Oh mein Gott, die habe ich selber im Schrank, die Duracell-Hasen. Da ist immer so ein Hase auf der Packung drauf von Duracell. Die habe ich unter anderem für den Xbox-Controller hier. Ey, der Boss geht bald superschnell rasend wie Duracell-Hasen, hops. Wenn er weiter so den Bleifuß hat, während deine Crew mehr eierlose kleine Sluts als Weiberklos zu eigen hat, bekleidet bloß mit Feigenblatt, erscheine ich groß in deiner Stadt, zwei Bitches auf dem Rücksitz, 1000 Bleipatronen im Maybach-Truck. Digga, ey. Wahrscheinlich sind das so Lines, die er einfach mal so aus Fun einfach mal gerade einfach nebenbei aufgeschrieben hat oder welche, die er nicht unbedingt in Tracks einbauen konnte. Und jetzt sagt er sich, komm, ich kick einfach mal ein Punchline-ASMR hier, Alter. Kick ich einfach mal für die Strolche. Also textlich übertrieben lachig, ohne Spaß. Life is good am weißen Strand mit Angela Merkel, wo ich deliziöse Fische mit der Angel am Merkel. Angela Merkel, Angel am Merkel. Ja, okay. Okay. Wo ich deliziöse Fische mit der Angel am Merkel. Denn wir sind Feinschmecker, am liebsten haben wir Kabeljau. Johnny Freund, ich werde dich erwürgen. Mit einem Kabel. Ja. Hagenau. Laidback auf Chesterfield Möbeln. Kick ich Zigarrenpausenbars für den hässlichen Pöbel. Und jetzt darfst du dir was wünschen, denn der Boss will nicht so sein. Es sind Gönjamin-Wochen. Zu einer Perspektivenspasti lade ich dich ein. Wer soll's denn sein? Junge, wie das sagt, wie der Weihnachtsmann höchstpersönlich, Alter. Wie der Weihnachtsmann höchstpersönlich. Man darf sich jetzt was wünschen hier vom Boss. Ein Perspektivenspasti darf es sein oder soll es sein. Ich bin mal gespannt, welcher da als nächstes kommt hier. Perspektivenspasti lade ich dich ein. Wer soll's denn sein? Hm? In Ordnung, das machen wir. Hm. Beats, gib mir den Beat. Zockerbeat. Aber warte mal, das Joypad. Ohne Spaß. Ich dachte wirklich erst, was wird das wieder für ein Video? Ging, am Anfang dachte ich so, das geht Richtung Cringe, aber übertrieben lustig. Was für Zeilen, Alter, was für Reime. Entertainment pur und das einfach mal so für zwischendurch. Feierbar, Mann. Ich freue mich auf diese Lyric Lounge EP, ich freue mich auf das Album, ich freue mich auf die Box, ich freue mich einfach auf alles. Freunde, supportet, gönnt euch die Box und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Abend. Bis dahin. Macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.